Hallo und herzlich willkommen zu einer völlig neuen, fantastischen Folge unseres Vlogs. Heute geht es darum, warum waren wir lange nicht mehr auf YouTube, wie weit ist Bob und was hat die Corona-Krise damit zu tun? Aber als erstes fragen wir Maren, ob sie die Corona-Krise einschränkt. Hallo. Ja. Und, stellst du mir eine Frage oder was? Nein. Ach so. Okay. Also, die Leute kennen die Frage schon. Ach so. Ja, also ich habe eigentlich nicht zu klagen im Moment, erstaunlicherweise. Aber es liegt, glaube ich, daran, dass meine Projekte meistens eher langfristig sind und das heißt auch schon vor der Krise angefangen haben. Aber auch davon abgesehen habe ich auch neue Beauftragungen und läuft eigentlich ganz gut. Ich habe gut zu tun. Ja, tatsächlich läuft es bei uns wirklich ganz gut. Also es ändert sich ja eigentlich nichts. Wir hocken ja sowieso immer nur zu Hause, ja, am Arbeiten. Also man merkt schon, muss man ja auch mal dazu sagen. Man merkt schon, dass es ruhiger ist. Ja. Es sind auch Sachen abgesagt worden. Ich muss es nur noch mal ergänzen, nicht, dass man jetzt... Ne, also denkt, dass wir reich werden gerade. Nein, so ist es natürlich man nicht. Man merkt es schon, aber trotz allem haben wir gut zu tun. Und selbst wenn wir nichts zu tun haben, zeitweise gab es mal so 2-3 Tage, haben wir uns einfach... Selbstarbeit gemacht, ne? Genau. Falls ihr wissen wollt, was wir täglich machen und was wir täglich tun, weil wir sind immer unterwegs auf Instagram, schaut da mal vorbei, da könnt ihr uns wirklich jeden Tag folgen. Warum wir jetzt allerdings YouTube nicht so oft gemacht haben, das hat wirklich was mit Corona zu tun. Denn Bob ist schon lackiert. Zack. Da ist er, aber mehr wird nicht verraten. Der Vorteil ist, dass wir einen Hund haben und tatsächlich draußen rumrennen dürfen. Das ist super. Also das Einzige, was uns wirklich einschränkt, dass wir nicht reisen können. Dass wir quasi nicht in Deutschland unterwegs sein können und so weiter und so fort. Momentan ist das noch gut. Also momentan haben wir gerade nicht so viel außerhalb zu tun. Was auch ganz schön ist, weil wir mal ein bisschen mehr Zeit für uns haben. Ja. Aber natürlich in Bezug auf unsere Reise, die wir vorhaben im Sommer. Wissen wir noch nicht. Wird schwierig. Wie geht's jetzt hier auf YouTube weiter? Schwierige Frage. Wir versuchen sie zu beantworten. Oder du? Ich. Ja. Horst, wie geht's weiter auf YouTube? Ja, es wird weitergehen, aber wahrscheinlich ein bisschen verzögert, wie alles andere auch. Denn wir haben ja noch Veränderungen vor mit Bob. Aber das ist halt zeitlich alles ein bisschen gestreckt. Ja, und gestreckt ist auch das richtige Wort, denn ihr habt ja gesehen, Auto ist lackiert, das heißt, es gibt schon Videos darüber, wie wir Bob zerlegt haben. Wie wir Rost beseitigt haben. Wie wir Raptor-Lack aufgebracht haben. Aber nicht aufs ganze Auto, habt ihr ja gesehen, aber dazu später auf jeden Fall mehr. Und damit wollen wir jetzt in Zukunft so ein bisschen anfangen. Das heißt, wir zeigen euch, wie wir das Auto zerlegen, geben da so ein paar Tipps und Tricks, wie wir einen Spiegel abbauen, die Front abbauen, wie wir die Klipse an den Seiten entfernen und so weiter und so fort. Da wird jetzt auf jeden Fall es wieder richtig, richtig losgehen. Und ich hau all mein Wissen darüber raus. Du? Ja. Warst du dabei? Ich hab dir davor alles gesagt, wie du es machen sollst. Ja, natürlich hilft die Maren auch mit. Und so wird es in Zukunft jetzt endlich wieder um den Umbau von Bob gehen. Wir hoffen, dass wir durchweg für neue Videos sorgen können und euch damit natürlich versorgen. Aber wie schon gesagt, einfach mal Instagram folgen und da täglich gucken, was wir machen. Da werdet ihr auf jeden Fall schneller fündig. Ja, ich lege einfach mal los mit dem neuesten Video und zwar wird es jetzt losgehen, wie wir Bob überhaupt erstmal auseinanderbauen und das werde ich wahrscheinlich alles aufteilen, weil da viele Informationen drin stecken, wie man Seitenspiegel abbaut oder. Und so habe ich mir überlegt, diese Videos einfach einzeln rauszuhauen, die werden immer relativ kurz, also wundert euch nicht und vielleicht mache ich Intro, Outro dann außer ich gucke einfach mal.
Lange Rede, kurzer Sinn. Los geht's.